Weihnachten steht vor der Tür. Zum Abschluss des Fußballjahres 2017 steigt das absolute Topspiel im DFB-Pokal. Der FC Bayern trifft auf Borussia Dortmund. Für uns Fußballfans ist so ein Duell ein absolutes Geschenk. Auf dem Platz werden aber natürlich keine Geschenke verteilt. Logisch, beide Teams wollen unbedingt ins Viertelfinale einziehen. Ich erwarte einen harten Fight zwischen den beiden besten deutschen Teams und hoffentlich gibt's dann auch den richtigen Sieger. So, Freunde, heute mal wieder die Allianz Arena und zwar ein wirkliches Topspiel. Nicht das größte Spiel, bei dem ich hier war, das war das Finale daheim und da kommt schon die Gastmannschaft. Borussia Dortmund, DFB-Pokal. Mann, das wird geil. Ich freue mich so unglaublich drauf, da bin ich jetzt an meiner Reihe tatsächlich vorbeigegangen. Das werden heute wieder schöne Einblicke. Unterrang zum ersten Mal bei FC Bayern. Ah, das wird geil. Ich freue mich und jetzt gibt's noch ein paar schöne Bilder. Die Atmosphäre ist geladen. Ich habe kurz über das Finale daheim gesprochen. Da war die Stimmung genauso. Alles kann passieren. Entweder es gibt einen hohen Bayern-Sieg oder so eine richtige Blamage. Positiv ist, wir haben einen sicheren Rückhalt. Die Entwicklung von Sven Ulreich ist ziemlich krass. Bei den letzten Spielen gegen den BVB war er der absolute Matchwinner. Völlig zu Recht gibt's jetzt deshalb auch den Hashtag zu Nullreich. Die Vorzeichen sind völlig unterschiedlich. Die Bayern sind in Topform, in der Liga 11 Punkte Vorsprung und unter Trainer Dom Jupp erst eine Niederlage. Borussia Dortmund hat auch einen neuen Trainer, Peter Stöger. Trotzdem ist das Team noch unsicher, es fehlt das Selbstvertrauen. An einem normalen Tag kann der BVB aktuell die Bayern nicht schlagen. Das Problem ist, ich hasse diese Floskel, aber sie stimmt. Der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze. Also, los geht's. Mir zittern die Knie, nicht nur weil es saukalt ist, sondern weil es auch direkt richtig abgeht. Zweite Minute, erster Lattenschuss. Ich muss wirklich sagen, ich bin total aufgeregt heute. Es ist unfassbar schwer zu sagen, wer gewinnt. Also mein Tipp ist ein 2:0 für die Bayern, aber alles ist drin. Die Frage ist, wer hat mehr Benzin im Tank? Die Hinrunde war immerhin anstrengend. Völlig verrückt ist die Taktik des BVB. Das Team steht sehr defensiv. Das habe ich so in den Topspielen gegen den FC Bayern noch nie gesehen. Tja, die Folge ist logisch. Schon 4-5-0 stehen. Es ist unfassbar. Mir gefällt James richtig gut. Der Junge blüht beim FC Bayern auf und ist die ganze Zeit gefährlich. Ein paar Plätze neben mir sitzt ein BVB-Fan und der sinkt von Minute zu Minute tiefer in seinen Sitz hinein. Es läuft perfekt, schon fast zu perfekt. Lustig sind die beiden Fans in der ersten Reihe. Sie lieben Fußball und freuen sich wie kleine Kinder über die Tore. Der BVB ist völlig von der Rolle. Man hat keinen Mut und keine Ideen im Spiel nach vorne. Na, bis jetzt sieht doch der Tipp ganz gut aus mit 2:0. Aber die ersten 10 Minuten, die machen mich fertig. Unsere Helden sind zurück auf den Platz. Und deshalb, ab geht's. Bis auf den letzten Platz ist die Allianz Arena voll. In Halbzeit 2 werden die Beine dann schwer. Die Bayern sind müde. Und das wäre überhaupt kein Problem, wenn man schon haushoch führen würde. So wird's aber nochmal so richtig spannend. Okay, jetzt wird's nochmal heiß. Es kam jetzt aus dem Nichts, das 1:2 von Dortmund. Ja, Malenko, den hat man gar nicht gesehen. Das war eigentlich mit der ungefährlichste Mann überhaupt auf dem Platz. Aber dann hält er halt einmal den Kopf hin. Und dann war's das. Stimmung ist auf jeden Fall großartig, aber es sind halt noch 13 Minuten plus Nachspielzeit. Jetzt beginnt es wieder. Ich saß wieder da und dachte mir, ja, das ist ja ein cooler Fußballabend, jetzt klingen wir das nochmal aus. Jetzt wird es nochmal richtig heiß und jetzt kommt vielleicht nochmal Stimmung auf. Hui. Meine Güte, das hat mich so sehr an das Finale daheim erinnert. Der FC Bayern hat gefühlt 1000 Chancen, macht aber zu wenige Tore und wird bestraft. Am Ende reicht zum Glück trotzdem 2:1 der Endstand. Jetzt heißt es, Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Also fast, 2 Hürden gibt's noch. Jetzt ist aber erst einmal Weihnachten. Ich wünsche euch besinnliche Tage mit der Familie, erholt euch, lasst euch reichlich beschenken und wir sehen uns bald wieder.
Bis dahin wünsche ich gut Kick und ciao.